Herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Online. Ich bin Janika Gerlinek und freue mich sehr, Ihnen heute gewissermaßen unsere Elefantenrunde vorstellen zu dürfen. Denn die Kulturredakteure Elke Schmitter und Jens Bisky und der Historiker Jörg Barbarowski sind analog schon sehr lange bei uns im Haus. Und zudem sind sie, wenn ich noch ein bisschen im Bild bleiben darf, auch Schwergewichte der inspirierenden Literaturkritik und der Eloquenz sowieso. Umso mehr freue ich mich, dass Sie uns heute in den digitalen Raum gefolgt sind und wünsche Ihnen dreien und Ihnen allen da draußen viel Spaß. Ja, guten Abend, liebe Literaturfreunde. Begrüße Sie zu unserem Corona-Terzett. Das ist ja eine Premiere. Und weil das eine Premiere ist, haben wir auch die Regeln verändert, die wir uns sonst immer gegeben haben. Heute dürfen wir alles sagen, weil wir ohnehin ständig eingeschränkt werden in diesen Tagen. Nehmen wir uns heute einmal heraus, zu schwadronieren und uns mitzuteilen, was wir immer schon einmal sagen wollten. Und das geschieht, indem wir vier Bücher besprechen werden heute. Nämlich, wir beginnen mit den Lebenserinnerungen von Ernst Lothar, Das Wunder des Überlebens. Wir sprechen über den Briefwechsel von Hannah Arendt und Dolf Sternberger, Ich bin dir halt ein bisschen zu revolutionär. Dann lesen wir gemeinsam und kritisieren Monika Helfer, Die Bagage. Und zum Schluss der neue Roman von Lutz Seiler, Stern 111. Das sind die vier Bücher, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen. Und Elke Schmitter macht den Anfang. Elke, du hast das Wort. Guten Abend. Wir haben eine Regel, ich glaube, die ist eben noch nicht erwähnt worden, dass wir also wir haben diverse, die wir fallen lassen müssen, zum Beispiel eben, dass wir bestimmte Phrasen nicht vermeiden dürfen, ohne Geld zu bezahlen. Das geht nur analog, das können wir jetzt hier virtuell nicht so durchsetzen. Deswegen gibt es keine Phrasenpolizei. Wir haben die Regel, dass wir Bücher auswählen, ohne sie gelesen zu haben, was den großen Vorteil hat, dass nicht nur Sie überrascht sind von unseren Urteilen, sondern wir uns auch gegenseitig überraschen können. Und das erste Buch, mit dem wir anfangen, Ernst Lothar, Das Wunder des Überlebens, habe ich vorgeschlagen aus einem sentimentalen Grund. Ich habe es natürlich auch nicht gekannt vorher, aber ich kannte ein anderes Buch, was für mich in meiner Jugend und Schulzeit eine große Rolle gespielt hat. Ich habe das im Bücherschrank meiner Eltern entdeckt. Damals gab es die Kategorie Bücher für junge Leser war im Grunde kein Markt. Und soweit ich mich erinnere, ist man quasi von Pippi Langstrumpf gleich zu Dostojewski übergegangen. Man hat das eben dann gelesen wie ein Krimi und hat gedacht, da wird eine alte Frau totgeschlagen und das ist ja wahnsinnig spannend und dann genauso Moby Dick oder so. Es gab auch eigentlich keine Jugendbearbeitung. Und ich bin dann an dieses Buch geraten, das Der Engel mit der Posaune, was er geschrieben hat in den USA, um zu erklären, wie Österreich zum Naziland wurde. Anhand einer Familiengeschichte über vier Generationen, die in gewisser Weise etwas von den Buddenbrooks hat, weil sie sehr anekdotisch erzählt ist. Also sehr, wenn man so will, altertümlich, auch in gewisser Weise sentimental, nicht besonders raffiniert, aber mich hat es sehr berührt. Und ich habe aus diesem Buch einen Begriff der kontrafaktischen Geschichtsschreibung gewonnen, für den ich auch sehr dankbar bin, weil das für mich als 13-Jähriger einfach ein Tor aufgemacht hat, dass in diesem Roman, Der Engel mit der Posaune, eine Situation dargestellt wird, wie einer der Hauptfiguren macht eine Prüfung, eine Eignungsprüfung bei der Kunstakademie und kommt da rein und neben ihm sitzt jemand, der genau wie er einen Akt zeichnen soll, um seine Begabung zu dokumentieren. Und der flucht die ganze Zeit auf obszönste Weise und wird dann zur Ordnung gerufen von dem Professor. Und der Professor sagt, Herr Hüttler, bitte beherrschen Sie sich. Und Herr Hüttler beklagt sich aber weiterhin und Herr Hüttler fällt durch die Prüfung. Und in dem Roman selber wird es nicht auch ausdiskutiert, aber man liest es und denkt,
meine Güte, warum haben sie Adolf Hitler nicht einfach durchkommen lassen und alles wäre in Ordnung gewesen. Das ist so eine kleine Stelle, die ich mit diesem Roman verbinde, die mich tief gebunden hat. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir diese Autobiografie zusammen lesen, jeder für sich lesen und gemeinsam besprechen, das Wunder des Überlebens. Und es ist diese Geschichte eines österreichischen Juden, der so patriotisch ist, dass man es fast nicht aushält. Der liebt Österreich mehr als alles andere auf der Welt, und zwar alles. Die Küche, die Landschaft, die Kunst. Er ist im Theaterbetrieb, er kennt alle von Max Reinhardt bis zum Bundeskanzler. Er ist mit allen auf Du. Er ist ein Wiener Wunderwutzi des Kulturbetriebs und er wird 1938, bevor er sozusagen abtransportiert werden kann, flieht er mit seiner Frau, die Schauspielerin ist, über diverse Stationen, aber dann doch relativ kurz und komfortabel. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist jetzt eine Zeit her, von Thomas Mann mitgerettet, wie so viele, und landet in New York und ja, ich will jetzt gar nicht spoilern. Er erzählt in diesem Buch seine Lebensgeschichte, aber er erzählt sie nicht als uralter Mann, sondern als gereifter Mann, und sie umfasst die Stationen Jugend und früher Erfolg in Österreich, Emigration und stolpernder Erfolg in Amerika und dann das spektakulärste Kapitel in seiner Lebensgeschichte, jedenfalls denke ich für uns heutige. Er kommt zurück als Officer der US Army und als sozusagen Entnazifizierungsbeauftragter für die österreichische Kultur. Das fand ich das interessanteste Kapitel dieses Buches. So wie Feuchtwanger Gutachten geschrieben hat für die Amerikaner über die Deutschen im Kulturbetrieb, also Einschätzungen gegeben hat, wem man vertrauen kann, wenn man ein demokratisches Deutschland aufbauen will. So hat Ernst Lothar sich aktiv betätigt in der Frage, wie machen wir es jetzt mit den Wiener Festwochen, mit den Salzburger Festspielen? Wer bekommt Posten? Wer darf auf die Bühne? Wer kriegt Schreiberlaubnis? So, soweit erstmal. Also ich habe das Buch mit unglaublichem Vergnügen gelesen. Ich habe selten interessantere und besser geschriebene, traurigere und amüsantere Memoiren gelesen als diese Erinnerung von Ernst Lothar, die ja schon in den 60er Jahren erschienen sind und die jetzt noch einmal neu aufgelegt wurden mit einem Nachwort von Kehlmann. Es sind also Erinnerungen, die schon sehr, sehr lang zurückliegen. Ich fand in dem Buch, ich fand die Erinnerung deshalb so interessant, weil sie nicht bitter sind. Sie sind überhaupt nicht bitter. Sie sind von tiefer Liebe zur österreichischen Heimat bestimmt, das Elke schon eben gesagt hat. Aber sie werfen einen feinen Blick auf das Leben der anderen. Er versteht davon viel. Besonders gut haben mir die Stellen gefallen, wo Lothar davon erzählt, wie er Österreich verlässt 1938 und dass Österreich ein wenig anders ist als Deutschland, weil dort die SA-Schläger wenigstens bestechlich sind. Man kann ihnen noch das Auto schenken und dann kriegen sie eine Quittung und können in die Schweiz fahren. Das wäre in Deutschland vielleicht, jeweils in Preußen, so nicht denkbar gewesen. Österreich ist eben ein bisschen anders. Sogar die Gestapo ist höflich und man kann ihnen ein paar Schillinge zustecken, damit sie ihre Pässe zurückbekommen und in die Schweiz fahren können. Besonders schön und besonders anrührend fand ich seine Schilderung des amerikanischen Exils und seine Beschreibung der Amerikaner. Es ist eine Liebeserklärung an die USA. Und er hadert mit sich. No divided loyalty, sagt ihm der Einbürgerungsbeamte. Und er hadert damit, dass er nach Österreich eigentlich zurück will. Und der Beamte sagt ihm aber, dies ist hier kein Wartesaal. Die USA bedeutet Assimilation, man wird Amerikaner. Und er beschreibt das mit einer Sympathie, dass man in diesem Land zwar kämpfen muss um seine Existenz und viele Immigranten scheitern daran. Sie können das nicht, wie Stefan Zweig oder dieser Schauspieler Bassermann, der nicht richtig Englisch kann und glaubt, er kann da noch irgendwelche Shakespeare-Gedichte oder den Hamlet aufsagen. Das ist geradezu traurig. Auf der anderen Seite beschreibt er, dass sich in den USA niemand dafür interessiert, woher man kommt und was man in der alten
in der alten Ferne, in der alten Heimat gelernt hat. Das interessiert niemanden. Es kommt jetzt darauf an, sozusagen der Zeiger wird auf Null gestellt und es kommt jetzt darauf an, etwas zu leisten. Diese schöne Beobachtung, dass Amerikaner genauso wie Russen in der Monotonie leben. Jede Stadt sieht gleich aus, überall der gleiche Saloon, überall die gleichen Billboards, auf denen zum Beispiel für Rabatte, für Bestattungsinstitute geworben wird. Über alles wird zu Geld gemacht und wird irgendwann zu einem Geldproblem. Und er beschreibt diese, wie er das nennt, naive Freundlichkeit der Amerikaner, die es dem Immigranten leicht machen, also einen Platz zu finden. Und als er zurückkommt, das ist sehr interessant, wird diese amerikanische Lebensart in einen Kontrast zu den Österreichern gestellt. Es gibt diesen amerikanischen Oberst, diese Szene fand ich geradezu herzzerreißend komisch. Und er erzählt ihm, er fährt jetzt nach Salzburg mit dem Mozart-Express, um dort Mozart zu inszenieren. Und der Amerikaner sagt, oh, it's a man, I thought it's a train. Ja, das ist großartig, wie er das beschreibt. Mit welcher Selbstverständlichkeit, mit den Füßen auf dem Tisch, dieser Amerikaner sich amüsiert über dieses merkwürdige Kulturösterreich und diese Europäer, die doch ein bisschen anders sind. Mich hat das sehr berührt, dass die Heimatliebe und die Bindung an dieses Österreich all diese grauenhaften Erinnerungen überschattet hat und überdeckt hat und es ihm gelungen ist, trotzdem irgendwie ein offener, wie amerikanisch inspirierter Mensch in Österreich zu bleiben. Dem gelingen unglaublich viele schöne Sprachbilder. Ich habe das mit einem unglaublich großen Vergnügen gelesen, kann das nur jedem empfehlen, diese wunderbaren Memoiren zu lesen. Ja, das ist mir ähnlich gegangen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das lesen müssen für diesen Abend heute mit euch. Ich kannte Ernst Lothar vorher nicht. Ich bin jetzt wild entschlossen, den Engel mit der Posaune im Sommer mir mal anzuschauen und das zu lesen. Der hat ein ungeheuer interessantes Leben. Der wird 1890 in Brünn, glaube ich, geboren. Dann so Anfang des 20. Jahrhunderts ziehen die Eltern nach Wien. Und er wird zunächst Jurist und Staatsanwalt. Dann kommt er in die österreichische Verwaltung, holt etwa Messen nach Wien nach dem Ersten Weltkrieg und macht einiges andere Gute für Österreich. Zugleich wird er als Schriftsteller sehr erfolgreich. Der muss ein bekannter Mann damals gewesen sein. Viel verkaufte Bücher, viel gelesene Bücher. Immer wieder gibt es Szenen, die er sehr charmant und bescheiden erzählt, wo ihn Leute aus ganz anderen Bereichen ansprechen. Sind sie nicht der, der das und das geschrieben hat? Und dann wird er Theaterkritiker bei einer Wiener Zeitung, der Neuen Freien Presse, und unterhält sich einmal mit Hofmannsthal über Grillparzer und dessen für unaufführbar geltende Stücke. Und dann sagt Hofmannsthal, Sie müssen das machen. Und dann inszeniert er Grillparzer, kommt zum Theater. Und eine doch große, wichtige, bis heute folgenreiche Leistung, gemeinsam mit Hofmannsthal und Max Reinhardt, gründet er die Salzburger Festspiele mit. Und dann geht er ins Exil. Im Exil entwickelt er zunächst erst einmal auch so etwas wie eine Depression. Nichts klappt, er hat kein Geld, er wendet sich dann an Leute, die ihm helfen können, die so einen Hilfsfonds haben und die sagen, nee, sie haben ja eine Tochter, die noch verdient und sie müssen irgendwie schauen, dass sie zurechtkommen. Und daraufhin gründet er dann so ein österreichisches Theater in Amerika. Er unterrichtet an einer Universität in Amerika und dann, das hat Jörg schon erzählt, ringt er sehr lange mit sich, aber es hält ihn nicht. Er will unbedingt nach Österreich zurück, auch wenn er fürchtet, die Amerikaner, denen er die Rettung seines Lebens verdankt, zu enttäuschen und seine Loyalität zu teilen. Aber die Sehnsucht nach Österreich ist zu groß und es endet das Buch im Grunde in dem Moment, wo Österreich wieder frei wird, wie er sagt, also 1955. Ich finde es ganz großartig, weil ich sonst immer, wenn ich gefragt wurde, was ist denn ein Patriotenbuch aus dem 18. Jahrhundert, nur hätte empfehlen können. Und jetzt kann ich sagen, das ist wirklich ein Patriot. Hier kann man lernen, was Patriotismus ist. Und dieser Patriotismus hat berührend groteske Züge, weil er entfaltet sich vor allem im Moment, in dem Österreich ganz klein wird, nach dem
Ersten Weltkrieg und den Friedensverträgen. Und er will dann alles unternehmen, um Österreich zu retten. Deswegen sein Engagement in der Verwaltung, deswegen sein Engagement im Theater. Und es ist ein Patriotismus, der vor allem sagt, dann lasst uns doch was aus diesem Lande machen. Dann tun wir hier etwas, was es liebenswert macht. Das ist mir sehr angenehm. Und ganz großartig sind die Schilderungen, wie er mit den Studenten in Amerika klarkommt, denen er versucht, europäische Dramatik nahezubringen. Und er ist sich nicht ganz sicher, ob die ihn akzeptieren. Er hatte anfangs Sorgen, es wären, als er im Zug zur Universität fährt, die Schuhe geklaut in diesem Zug, mit dem er dahin fährt, und das waren seine Studenten, aber er kommt dann trotzdem relativ schnell mit denen zurecht, weil, das findet er aber sehr angenehm, sie nicht autoritätshörig sind gegenüber den Professoren, sondern ihm auch widersprechen, etwa als ein Student sagt, naja, Sie haben gesagt, Schiller sei der größte Dramatiker, ich finde ihn ein bisschen pompös. Und das findet Ernst Lothar ungeheuer interessant. Es ist in einer sehr schönen Sprache geschrieben, aber in einer Sprache, die für uns auch noch den Beiklang einer vergangenen Welt hat. Also so schreibt heute keiner mehr, so wortreich und manchmal auch blumig. Aber er kann ungeheuer geschickt Szenen bauen, also Figuren einführen, kleine Gespräche arrangieren. Also man wird irgendwie menschenfreundlich und heiter gestimmt, wenn man dieses Buch über ein wirklich schweres und unter vielen Verfolgungen geführtes, glücklich dann doch geführtes Leben liest. Erinnert ihr euch, wir haben doch gesprochen über die Erinnerungen von Peter Demetz, beziehungsweise über dieses Buch Hitler geht ins Kino. Und da gab es ein persönliches Vorwort, und das hat uns alle eigentlich mehr beeindruckt als das Buch selber, wenn ich so. Das fing ganz berührend an, wie er von seinem Kinderfräulein begleitet in Prag ins Theater geht, ins Kino geht und sich sozusagen mit seiner Gouvernante ins Kino setzt und die Welt tut sich auf. Das war bei Peter Demetz sozusagen die Initialzündung die kulturelle des Lebens. Und bei Ernst Lothar geht es los mit einem Theatererlebnis. Der wird von seinem Kindermädchen als Achtjähriger ausgerechnet in so eine chinesische Oper geführt und vergisst es nie wieder. Da tut sich sozusagen, da auch der Himmel tut sich auf. Und dieses dramatische Talent, das hat er eben einfach. Also deswegen ist es so, das Buch hat einfach so diese, wie im Theater, ein Eingang, Ausgang, da gibt es eine Tapetentür, die sich öffnet und dann denkt man, huch, da geht's jetzt auch noch rein und so. Der hat einfach seinen Stoff total im Griff und der rafft ihn, manchmal auch sentimental. Und ich bin total froh, dass das, ja, dass ihr das so gerne gelesen habt, weil mich dieses, ich glaube, man muss sagen, der Engel mit der Posaune, ich habe dann so ein bisschen noch anderes es ist auch sein bestes Buch, es ist vielleicht ein Tick didaktisch, aber weil alles sozusagen zuläuft auf den Nationalsozialismus. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch, weil ich in dem Zusammenhang darauf gestoßen bin. Sagen wir jetzt österreichisch Anschluss, setzt man das jetzt in Anführungszeichen oder nicht? Und warum ja, warum nein? Ja, das setzt man in, Historiker müssen das in Anführungszeichen setzen, weil der Anschluss natürlich eine Wendung ist, die sozusagen dem österreichischen Selbstbild, wir waren die ersten Opfer des Nationalsozialismus, entgegenkommt. Man könnte ja mit guten Gründen auch Beitritt sagen, den könnte man auch in Anführungszeichen setzen, aber dass die Österreicher die ersten Opfer des Nationalsozialismus gewesen sei, die Geschichte kann man nicht mehr so durchgehen lassen, deshalb würde man den Anschluss in Anführungszeichen setzen. Ich würde gern noch zwei kleine Sätze sagen, was, glaube ich, an diesem Buch so wunderbar ist, dass es Ernst Lothar gelingt, ohne ausschweifend irgendwas zu erklären, es ihm gelingt, in kleinen Szenen ein ganz großes Problem oder ein ganz großes Panorama zu entfalten. Für die USA ist mir besonders aufgefallen, er hält diesen Vortrag. Und natürlich, man kann sich vorstellen, ein Europäer, ein Österreicher, der hat bestimmte Formen, was er gewohnt ist.
Und die Leute da in dem Vortragssaal, die unterhalten sich und stricken. Und irgendwann sagt er zu diesen Amerikanern, die da sitzen, ich hoffe nicht, dass ich sie störe mit meinem Vortrag. Und die Antwort ist, not at all, go ahead. Ja, und der zweite, der mir aufgefallen ist, und das fand ich großartig, weil man da nochmal einen Blick auf dieses kleine, auf diesen kleinen Wiener Kosmos gerichtet bekommt, wo wirklich jeder jeden kannte. Er geht nämlich in die Berggasse zu Sigmund Freud. Da konnte man einfach hingehen. Und er war da aber nicht als Patient, sondern er wollte den fragen, wie er eigentlich mit dem Verlust des Imperiums umgeht, dass Österreich jetzt so klein ist. Und er geht hinein in dieses Wartezimmer und Sigmund Freud kommt raus und er sagt zu Sigmund Freud, ich bin nicht als Patient gekommen. Und Freud sagt, sie sehen aber so aus. Und dann sprechen sie darüber, dann fragt er ihn, wie er damit umgeht, dass Österreich so klein ist. Und Sigmund Freud sagt, wenn ich nachts im Bett liege und träume, stelle ich es mir groß vor. Ja, wunderbar, dann ist man wieder zu Hause. Und das sind so wunderbare kleine Schilderungen, kleine Szenen, die einem das Buch nicht nur unglaublich sympathisch machen, sondern die einem viel erklären. Wir müssen zum nächsten, oder? Ja, also ich würde sagen, man könnte darüber noch endlos reden. Sollte man lesen, macht man keinen Fehler. Ja, man muss es gelesen haben, finde ich auch. Also das war keine Zeitverschwendung, das hat Spaß gemacht. Ja, das nächste ist Hannah Arendt und Dolph Sternberger. Ich bin dir halt ein bisschen zu revolutionär. Briefwechsel 1946 bis 1975. Wer Hannah Arendt ist, das muss ich hier niemandem erklären. Darüber muss man kein Wort verlieren. Das weiß hoffentlich jeder. Dolph Sternberger kennt vielleicht nicht mehr jeder. Dolph Sternberger ist eigentlich der Doyen der deutschen Politikwissenschaft an den Universitäten. Er ist im Grunde derjenige, der das Fach Politikwissenschaft in Deutschland eingeführt hat, groß gemacht hat und lange Zeit einer der führenden Intellektuellen, also was man im Englischen ein Public Intellectual nennen würde, gewesen ist in der alten Bundesrepublik, der in der FAZ geschrieben hat, in verschiedenen Zeitungen und ein Intellektueller war, der zu allen Fragen, brennenden Fragen der Republik Stellung bezogen hat, viele Bücher geschrieben hat über die Vertragstheorie, über politische Systeme, über Verfassungen, aber eben auch über Heinrich Heine, ein interessantes Buch geschrieben hat, sich mit Machiavelli beschäftigt hat, also ein vielseitig philosophisch gebildeter Mann, der, und jetzt kommt der Zusammenhang, der genau wie Hannah Arendt eben mit Heidegger in Verbindung gewesen ist. Arendt und Sternberger kannten sich aus den Zeiten der Weimarer Republik, als Hannah Arendt Doktorandin gewesen ist. Und mit Heidegger verband sie eben beide das Studium der Philosophie und das Charisma des großen Philosophen. Beide sind dann später als Doktoranden bei Jaspers gelandet. Aber auf eine gewisse Weise waren diese beiden Personen, nämlich Arendt und Sternberger, über ihre Beziehung zu Heidegger und Jaspers miteinander verbunden. Und der Kontakt bricht ab mit der Emigration von Hannah Arendt in die USA. Sternberger selbst hatte eine jüdische Frau, die er schützen musste. Seine Anstellung bei der Frankfurter Zeitung wurde gekündigt und er erhielt Schreibverbot im Nationalsozialismus. Und in den letzten Jahren des NS-Regimes versteckte er seine Frau bei Bekannten, weil der Deportationsbefehl unmittelbar bevorstand. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm Sternberger, der damit beschäftigt war, in der neuen Bundesrepublik und in den westlichen Besatzungszonen Zeitschriften zu gründen, nahm er den Kontakt zu Hannah Arendt wieder auf. Erstmal sehr zögerlich. Er wusste nicht, darf er sie noch duzen? Muss er sie siezen? Wie soll er sich an sie wenden? Und er schreibt sehr höflich, in seinem sehr höflichen Ton. Und sie antwortet sehr schnell, antwortet sie ihm und bezeugt ihm ihre Sympathie. Und sie teilen mit Erinnerung an die 20er Jahre aus. Zunächst, so beginnt es. Und er versucht, sie zu gewinnen, als Autorin zu gewinnen für seine Publikationsexperimente mit neuen Zeitschriften. Darauf geht sie zunächst auch ein. Und dann entwickelt sich ein Briefwechsel, der sich bis kurz vor dem Tod von Hannah Arendt erstreckt. Was man sagen kann über den Briefwechsel ist,
Er wird dadurch interessant, was er nicht ausspricht. Hannah Arendt weiß, dass Ilse, die Frau von Dolf Sternberger, im Untergrund, im Versteck leben musste in der NS-Zeit. Sie weiß, dass Sternberger ein aufrechter Mann gewesen ist für alle Zeiten. Dafür schätzt sie ihn. Aber sie sprechen nicht über die NS-Zeit. Sie sprechen auch nicht über den Eichmann-Prozess. Davon wird überhaupt nicht gesprochen. Das kommt vor, es wird erwähnt, irgendwie, dass es das gibt. Aber es wird nicht thematisiert. Interessant ist, dass das NS-Regime kommt mal in einem Satz vor und ihre Erinnerung daran. Aber es wird nicht zum eigentlichen Thema. Das Zweite ist, dass immer wenn Heidegger aufblitzt, und das blitzt dreimal in dem Briefwechsel auf, wird Dolf Sternberger sehr entschieden, jetzt musst du diese neue Schrift von dem Heidegger, die musst du zerreißen, rezensieren. Und sie wird wütend, weil niemand weiß, dass sie die Geliebte von Heidegger war. Und sie verteidigt ihn. Ja, sie wird richtig fuchtig und wütend, wenn Sternberger von ihr verlangt, sie möge Heidegger kritisieren. Der dritte Aspekt, und den finde ich ein bisschen traurig, man merkt, dass Sternberger derjenige ist, der zu ihr aufschaut. Und sie behandelt ihn etwas herablassend. Also sie nimmt ihn nicht ernst. Und er schreibt immer, hast du jetzt mein Heine und mein Machiavelli-Buch gelesen? Und irgendwann wird er dann wirklich fordernd. Hast du es gelesen? Ich möchte, dass du es liest und mir schreibst. Und man merkt, Hannah Arendt hat keine Lust, das Zeug zu lesen von dem Sternberger. Sie findet das nicht originell. Sie denkt, damit hat sie sicherlich recht gehabt, kein großer Philosoph, ein netter Mann, aber der soll mich in Ruhe lassen mit seinen Machiavelli und seinen Heine-Büchern. Und man hat sozusagen das Gefühl, das ist eine asymmetrische Beziehung. Und später bekommt er mit nach ihrem Tod, dass sie sich vor Kollegen in Chicago despektierlich über ihn geäußert hat. Er wollte dort eigentlich eine Gastprofessur haben und eine Professur. Und sie hat gesagt, naja, Sternberger, ja, der spielt in einer anderen Liga, eigentlich passt der nicht hierher. Das hat er erst später mitbekommen, nach ihrem Tod, dass sie das gesagt und geschrieben hat. Kurzum, es ist ein Briefwechsel, der ist hochinteressant und er ist an vielen Stellen, macht es Spaß, es zu lesen, weil es ein intellektuelles Vergnügen ist, den Austausch der beiden Personen zu sehen. Aber eigentlich ist er nur interessant in dem Sinne, dass er nicht verrät, worum es eigentlich geht. Dass über viele Dinge nicht gesprochen wird. Die werden auch gar nicht erwähnt. Und das muss man sich irgendwie denken, was da ist. Und die asymmetrische Beziehung fand ich ein wenig traurig. Ich fand, Sternbergers Haltung war so geradezu hündisch. Also wie er sie anbetet und das eigentlich nicht erwidert wird. Sie hat immer einen lapsigen Tonfall, wenn sie einfach nicht kommt, obwohl sie versprochen hat, ihn zu besuchen. Und dann ist sie in Zürich und dann in der Nähe und besucht ihn nicht, weil sie eben jetzt gerade mal viel zu tun hat. Ich fand den Briefwechsel sehr interessant. Und man muss schon ein Hannah Arendt-Fan sein, um das mit Gewinn zu lesen. Ob man es sonst mit Gewinn lesen kann, weiß ich nicht. Ich würde dann im Ernstfall dann doch lieber auf die Werke von Hannah Arendt zurückgreifen, als mich mit dem Briefwechsel zu beschäftigen. Auch die von Sternberger, würde ich sagen. Man kennt ja von dem vor allem die Formulierung vom Verfassungspatriotismus. Ja. In diesem Briefwechsel bezeichnet er das Grundgesetz noch als schwächliches Machwerk. Richtig. Das also einen ernsthaften Ansturm nicht standhalten würde. Und dann gibt es ein Buch von ihm, das in den 30er Jahren erschienen ist, Panorama, Ansichten des 19. Jahrhunderts, das zu meinen Lieblingsbüchern gehört, weil er dort auf ganz intelligente Weise und wie mir scheint intelligenter oder besser als Bloch in Erbschaft dieser Zeit und andere, die in Krakauer mit seiner Offenbach-Biografie einen Rückblick auf das 19. Jahrhundert und dessen Kultur, Ideologie und Technik entfaltet. Ganz knappe Skizzen, großartig zu lesen, sollte man unbedingt tun. Interessant ist der Briefwechsel, wenn man sich dafür interessiert, wie in Nachkriegsdeutschland so Diskussionsfäden geknüpft werden und Netzwerke geknüpft werden. Hannah Arendt schreibt ja für die von Sternberger herausgegebene Zeitschrift Die Wandlung. Gibt dann später, die Wandlung überlebt die Währungsreform nicht lange, weil die Leute mit dem wenigen Geld erstmal anderes kaufen als Zeitschriften.
Er gibt dann später die Gegenwart heraus, die heute noch als Beilage der FAZ erscheint. Und es sind im Anhang auch zwei Texte von ihr, die sie für die Wandlung geschrieben hat, Organisierte Schuld und Konzentrationsläger, veröffentlicht. Es ist auch interessant, menschlich, es gibt diese Asymmetrie in der Beziehung, es gibt dann aber auch berührende Erinnerungen. Hannah Arendt war Trauzeugin von Dolf Sternberger und sener Frau Ilse und glaube einen Eimer und einen Schrubber hat sie ihm geschenkt zur Hochzeit. Da wird mehrfach drauf angespielt. Man muss es leider sagen, dass der Briefwechsel so ediert worden ist, dass man möglichst wenig versteht von dem, was interessant ist. Also es gibt sehr viele Druckfehler. Es gibt viele Rezensenten, haben das auch angemerkt. Einen Brief, gerade einen der Briefe, in denen es um Heidegger geht, der zweimal unter verschiedenen Daten abgedruckt worden ist. Aber auch das, was da steht, ist in den Kommentaren so nichtig, dass man nicht so richtig weiß, warum der Herausgeber dieser Arbeit gemacht und diesen Kommentar so angelegt hat. Nein, man kriegt sogar dann noch die schlimme Vermutung, er hat es nur getan, um sich selber damit einzuschmuggeln, weil Udo Bernbach als Assistent Hannah Arendt zweimal gebeten hat, zur Festschrift für Dolf Sternberger beizutragen. Er hat das nicht getan. Ja. Und so erscheint dann sein Name auch in diesem Briefwechsel. Das wäre eine Sache für den Anhang gewesen. Das gehört da nicht rein. Stattdessen hätte man im Kommentar das erklären müssen, was wirklich interessant und wichtig ist. Wie funktioniert die Wandlung? Welche anderen Zeitschriften gibt es? Warum streiten die sich über Heidegger? Weil man natürlich, also ich bin kein Heidegger-Kenner, aber weil man natürlich Heidegger so verstehen kann, dass das Wesentliche einer Person überhaupt nicht repräsentierbar ist. Damit ist dann aber so etwas wie die repräsentative Demokratie von vornherein ausgeschlossen. Das Politische im Bereich eines Mann und eines Unwesentlichen. Und dem muss jemand wie Dolf Sternberger natürlich widersprechen. Aber von all diesen Dingen erfährt man nichts. Dann gibt es eine Menge Fehler. Also der kurzzeitige preußische Finanzminister Otto Klepper verwandelt sich dann plötzlich in den Schriftsteller Jochen Klepper in den Anmerkungen. Und es gibt dann ungeheuer viel wiederholte Information, also dass Sternberger am Schluss in Darmstadt in einem von einer Prinzessin gemieteten Häuschen mit großem Garten gewohnt hat, wird mir, glaube ich, 3- oder 4-mal erklärt. Ja. Und andere wichtige Anspielungen werden überhaupt nicht erzählt. Also das ist gründlich schiefgegangen und zwar nicht nur durch Schlampigkeit, sondern der Herausgeber hat sich vorher überhaupt nicht überlegt, warum das interessant sein könnte und für wen. Ja. Ja, heute scheint der Tag der Einigkeit zu sein. Kaum sind wir getrennt, schon marschieren wir gemeinsam, weil ich bin absolut eurer Ansicht. Es ist nur für Fans von Gewinn. Die müssen eine Menge Kenntnisse mitbringen, um was davon zu haben. Es ist editorisch echt ein Reinfall und noch nicht mal absichtsvoll. Es scheint irgendwie ein bisschen bewusstlos verschlampt zu sein. Und Hannah Arendt hat ja überhaupt, also bis vor einem Jahr, bis die kritische Ausgabe zweisprachig jetzt erscheint, aber das Schicksal von Hannah Arendt als Autorin ist einfach beklagenswert, weil unglaublich viele Verlage mal dies, mal jenes machen und dieses Mal, was war Rowohlt, ne? Rowohlt Berlin, also mal macht der eine was, mal macht der andere was, es gibt kein Gedächtnis, hat jetzt aufgehört, jetzt gibt es eine große kritische Ausgabe, das ist ein editorisches Wunderwerk, die macht das ja erst als Buch, dann erscheint es im Netz, für alle zugänglich, mit allen Vorteilen, die es gibt, dass man Worte aufrufen kann und so weiter. Und das ist eigentlich in jeder Hinsicht von vorgestern. Und da wir aber das Privileg haben, durch Corona sozusagen, dass wir unsere eigenen Bücher zur Hand haben, habe ich mich eben kurz entfernt, um mal den Briefwechsel hochzuhalten, über den ich eigentlich Hannah Arendt kennengelernt habe. Und der finde ich nach wie vor der schönste und beste, lustigste und vitalste und interessanteste ist, auch intellektuell, nämlich dieser hier, Im Vertrauen. Ja.
mit Mary McCarthy, die eine heute wiederum fast vergessene, damals aber berühmte amerikanische Novellistin war, Schriftstellerin, Essayistin, aber eben keine Philosophin, anders als Sternberger, auch keine Altphilologin oder so. Die hatte mit vielem von dem, was Hannah Arendt selbstverständlich war, gar nicht viel zu tun. Aber in dem Briefwechsel zeigt sich das, was in dem Briefwechsel mit Sternberger, Jörg, du hast darauf hingewiesen, einen so beklommen macht. Hannah Arendt hat ja nicht nur gern über Freundschaft gesprochen, sondern das war ja ein fast nahezu innig gepflegter, zentraler Teil ihrer Philosophie. Ja, mhm. Die Liebe zur Welt und die Freundschaft. Und die Freundschaft als das im Grunde humanste Vermögen des Menschen überhaupt. Also Freundschaft war für Hannah Arendt etwas nahezu Idealisiertes, obwohl sie ja nicht zu Idealisierung neigte. Aber was die Muttersprache betrifft und was Freundschaft betrifft, konnte Hannah Arendt ins sozusagen kluge, reflektierte Schwärmen geraten. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Briefwechsel mit Sternberger tatsächlich deprimierend, weil eigentlich gibt es auch eine gewisse Verachtung und es gibt eine, er bringt ihr diese Anhänglichkeit entgegen, die auch heißt, durch dich liebe ich meine Jugend wieder. Genau. In dir begegnet mir meine Jugend. Und ich glaube, auch das wird eben da nicht besprochen und vielleicht ist es mal mit viel Alkohol in der Nacht zwischen den beiden besprochen worden. Aber ich glaube, das war nicht Hannah Arendts Bedürfnis. Dolf Sternberger wollte anknüpfen an diese Zeit, an sozusagen seine schöne Zeit vor 33. Und Hannah Arendt war philosophisch, politisch, menschlich, die wollte nicht. Die hat gesagt, da ist ein Strich gezogen worden, und zwar ein blutiger Strich durch die Weltgeschichte. Und auch meine Biografie ist geteilt. Und ich glaube, in dieser Sentimentalität von Sternberger, dem eigenen Leben gegenüber, der eigenen Biografie gegenüber, haben die sich nicht treffen können. Und das, ich glaube, das hat sie vielleicht sogar ein bisschen abgestoßen. Aber das macht es alles sehr Interessantes zu lesen, aber man muss einfach sehr viel wissen schon, um das interessant finden zu können. Man muss vor allen Dingen, wie ich finde, muss man etwas wissen über ihre intellektuelle Beziehung zu Heidegger. Ja. Was die Freundschaft und die Sprache angeht, das Wohnen in der Sprache, das ist Heidegger. Und sie ist von Heidegger nicht nur als Mensch nie losgekommen, sondern auch von seiner Philosophie nicht. Und ihre Philosophie ist ohne Heideggers Anstoß nicht denkbar. Es gibt diese Szene, die Safranski in seiner Heidegger-Biografie beschreibt, wo sie zum ersten Mal nach dem Krieg Heidegger wieder sieht. Und eigentlich würde man erwarten, jetzt ist sie wütend. Aber das ist, verfliegt sehr schnell. Und sie sitzen zusammen nebeneinander, wie in alten Zeiten, und gehen seinen neuesten Text durch. Und das ist die Ebene, auf der sie zu Hause war, nicht Dolf Sternberger. Und deshalb ist sie so wütend, immer wenn der anfängt, Heidegger zu kritisieren. Man merkt geradezu, die Reaktion von Arendt ist, auf dem Niveau bist du nicht. Heidegger ist der Größte. Und man merkt eben auch immer noch, sie ist noch verliebt in Heidegger. Das ist etwas, was sie nie loswerden wird. Und bei ihm ist es ähnlich gewesen. Und das kommt in diesem Briefwechsel nun gar nicht vor. Aber es wird an drei Stellen wird es sehr prominent. Und da werden die beiden, da wird sie so wütend, dass man den Eindruck hat, sie will ihm die Freundschaft aufkündigen. Sie will ihn richtig abschließen, ja. Ja, und diese Heidegger-Geschichte, ohne die kann man ihren Freundschaftsbegriff nicht verstehen, ihre Leidenschaft nicht, ihre Wohnen in der deutschen Sprache. In dem Briefwechsel kommt ja auch vor, dass sie sagt, das Wunderbarste, als sie zurückkam, war, die deutsche Sprache zu hören, in der ich zu Hause bin. Ja, das schreibt sie über ihren ersten, an Sternberger, über ihren ersten Aufenthalt in Deutschland. Das ist es gewesen, was sie so wunderschön findet, die Sprache zu hören. Und natürlich hat das niemand verstanden, dass sie dem Heidegger nicht die Leviten gelesen hat. Sie hat dem Jaspers nicht mal sagen können, dass sie den besucht.
weil sie wusste, die werden das nicht verstehen, reagieren darauf ganz unangenehm. Für sie war das aber ganz klar. Und diese Priorität, die erkennt man in diesem Brief. Aber ihr habt es schon gesagt, es wird nicht erklärt. Und das ist traurig, wie vieles andere auch nicht. Sie schreibt zum Beispiel, Böll sei ein geschmackloser Autor. Ja, damit wird man alleingelassen. Was meint sie damit geschmacklos? Oder Golo Mann, ja, wie kann man denn ausgerechnet Golo Mann zu einer Diskussion mit ihr einladen? Es wird nicht erklärt, dass Golo Mann ihr Eichmann-Buch verrissen hat. Und all solche Kleinigkeiten, die kommen nicht vor. Vor allem die großen Heidegger-Episoden, die werden überhaupt nicht ausgeführt. Das scheint mir aber zentral zu sein. Und ich glaube, Dolph Sternberger, das merkt man auch, spürt das auch. Deshalb fand ich den Briefwechsel eigentlich traurig. Es gibt jetzt am Deutschen Historischen Museum ja eine Hannah-Arendt-Ausstellung und dazu ist ein kleiner Katalog erschienen. Wer sich irgendwie mit Hannah-Arendt beschäftigt, der findet da leicht viel an, beschäftigen will, der findet da leicht viel Anregung und Information, gerade über die Frage, wie sie mit Sprache umgeht, welche Rolle für sie Gedichte spielen. Es ist ja berühmt, im Gespräch mit Gauss hat sie gesagt, in der deutschen Sprache hat sie, weil sie viele Gedichte auswendig kann, immer diese im Hinterkopf und das sei in anderen Sprachen nicht gegeben, wie sie übersetzt, wie sie auf Englisch schreibt, ihre eigenen Werke dann wieder auf Deutsch verfasst. Welche politischen Urteile sie auch in den Vereinigten Staaten gefällt hat, die heute auf den ersten Blick ungeheuer seltsam erscheinen, weil sie gesagt hat, natürlich kann eine Schule schwarze und weiße Schüler segregieren, da soll der Staat sich nicht einmischen und ähnliches mehr. Das erfährt man alles in diesem Katalog und lernt man Hannah Arendt als jemand kennen, zu dem man eben nicht aufschauen darf auf den Knien seines Herzens, sondern mit der man streiten muss. Und insofern würde ich diesen Katalog dann mehr empfehlen als diesen Briefwechsel. Okay, ja, so ein schöner Hinweis. Zurück nach Österreich. This one. Und diese. Gibt es nur noch Antiquare. Aber ganz toll. Der nächste. Ja, Monika Hilfe. Zurück nach Österreich. Würde ich sagen. Monika Helfer, Jahr 1949. Es ist das erste Buch von Monika Helfer, was ich gelesen habe, heißt Die Bagage, ein kurzer Roman, eine halb autobiografische Geschichte, die am Vorabend des Ersten Weltkrieges beginnt. Warum heißt das Die Bagage? Weil die Moosbruggers, um die es in dieser Familie, in dieser Familiengeschichte geht, ganz arme Leute sind. Die sind nicht mal Knechte, die tragen einfach nur Sachen durch die Gegend, die sind Träger und deswegen werden sie die Bagage genannt und sie wohnen auch weit außerhalb. Das sind aber besonders schöne und besonders wilde Leute. Im Grunde erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer Großmutter und es geht darum, dass der Mann 1914 in den Krieg muss und seine schöne Frau bleibt allein zurück. Er sagt dem Bürgermeister, er solle ein Auge auf die Frau haben und der Bürgermeister verguckt sich prompt in die schöne Frau und versucht ihr nahe zu kommen und auf einem Ausflug lernt sie dann einen Deutschen kennen, mit dem sie so eine Art Affäre beginnt und das wird dann weiter erzählt bis in die Gegenwart. Ungeheuer knapp. Ich bewundere es, wie Monika Helfer es schafft, in ganz wenigen Worten, ganz wenigen Sätzen so etwas wie eine sinnliche Atmosphäre herzustellen. Man hat das Gefühl, das ist ungeheuer plastisch und anschaulich, was sie da schildert. Und sie ist im Grunde ein Stück Literatur über den Fluch der Schönheit. Tja, wisst ihr, ich habe das Buch gelesen, wir haben ja diese Sendung, die war für, war wir nicht für März verabredet oder für April? April, glaube ich, ja. Es ist lange her und das Wesentliche, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe es sehr gerne gelesen und ohne Widerstreben auch fast ganz vergessen.
Die Sprache ist, da habe ich eine Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich fand es am Anfang ein bisschen affektiert. Es ist eine Art Kunstsprache. Vielleicht lesen wir einfach mal so eine Passage, damit man, ich finde, das muss man irgendwie kurz präsentieren, weil das dieses sehr, sehr knappe Buch ja auszeichnet. Eine Familienszene. Sie setzten sich an den Tisch. Lorenz, dem Fremden gegenüber, so dass er ihn gerade im Auge hatte. Lorenz ist ein Kind. Maria stand bald wieder auf und tat dieses und jenes, rutschte wieder auf die Eckbank, stand wieder auf, sie konnte nicht ruhig bleiben. Der Hund war unter den Tisch gekrochen. Er lag zwischen den Füßen von Lorenz und den Füßen des Fremden. Die Katze saß auf dem Fensterbrett und schaute hinaus, wo über dem Berg noch ein Streifen goldenweißer Himmel war. Das Ganze ist so ein bisschen mit Widerhaken versehen. Die sind so eher grammatischer Natur. Es ist ein bisschen verschoben alle. Und das macht beim Lesen einen starken Eindruck. Es sei denn, man findet es affektiert. Ich habe dann eher gedacht, auf mich hat es einen guten Eindruck gemacht. So. Und es macht so eine poetologische Verdichtung und eigentlich auch so ein Kosmos auf. Die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, die werden in so, die, das wird so widerstrebend ineinander gefügt. Und das Ganze hat was Überzeitliches. Ein bisschen kann es einen erinnern an Seetaler, aber Seetaler ist süßlich und dieses Buch ist herb. Und insofern hat es mir gut gefallen. Ich habe es gerne gelesen. Und trotzdem war ich auch wiederum, ja, habe ich gedacht, na gut, wenn ich nach 8 oder 10 Wochen das noch repetieren kann, aber mehr eigentlich auch nicht. Ich sage, tiefer hat es mich auch nicht erreicht, warum auch immer. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe das sehr gern gelesen. Es ist, wie Jens sagt, ein Buch über den Fluch der Schönheit. Diese Frau, die unglaublich schön ist und von lauter Waldschraten umgeben ist, in einem kleinen Dorf in Österreich. Die sind alle nicht besonders schön, sie riechen alle unangenehm nach Dung, nach Tier und nach schwerer Arbeit. Und sie sind nicht besonders attraktiv, ihre Frauen auch nicht, sie ist es aber. Und ausgerechnet sie, die schönste Frau im Dorf, gehört zur Bagage. Also zu den Leuten, die am Rand des Dorfes leben und eigentlich keinen großen Besitz haben, nicht wohlhabend sind, die sich alles vom Mund absparen müssen. Und es ist ein Buch über die Schutzbedürftigkeit von Menschen, die schön, aber arm sind, die außer ihrer Schönheit nichts haben. Und das wird deutlich in dem Augenblick, wo der Mann in den Krieg eingezogen wird und sie den Zudringlichkeiten dieses Bürgermeisters ausgesetzt ist, der sie versucht, mit Lebensmitteln für ihre Kinder zu bestechen. Und es wird deutlich an diesem Deutschen, der aus Hannover übrigens kommt, den sie ein paar Tage sieht und man nicht sofort nicht weiß, ob sie mit dem eine sexuelle Beziehung hat oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber dieser Mann geht wieder. Und sie hat sich in diesen Mann wirklich verliebt und der will von ihr nichts. Er verlangt nichts, er will nicht einmal eine sexuelle Beziehung von ihr, sondern er ist ihr zugetan. Und sie betrinkt sich, eine ganze Flasche Schnaps trinkt sie, als der Mann aus Deutschland wieder weggeht, nach Deutschland zurückgeht und sie dem Bürgermeister ausgesetzt ist. Zugleich ist es ein Buch über die Armut, das mir sehr gefallen hat. Es ist ein Buch über das Leben von Bauern, die bäuerliche katholische Welt, die strukturiert wird durch die Feiertage, durch den Umgang mit dem Vieh, durch das Wetter und all diese Dinge. Das hat mir sehr, sehr gefallen und es hat eine anrührende Sprache. Und weil es über 3 Generationen geht, also sie beschreibt ja im Grunde das Leben ihrer Großeltern, aber sie beschreibt eben auch das Leben ihrer Mutter und ihrer verschiedenen Onkel, die in diesem Text vorkommen, und sie beschreibt dieses Leben zu verschiedenen Zeitpunkten. Und eines, was mir besonders gut gefallen hat, wo sie, wie ich finde, eine Meisterschaft zeigt in der Beschreibung und wo es auch einmal komisch wird, ist, wie also ihre Mutter einmal mit ihrem Freund, den Philosophen Karl Jaspers, besucht.
Das lese ich kurz vor, weil das fand ich sehr gelungen, das habe ich mir angestrichen. Der Philosoph sah sehr alt aus und seine Stimme war leise und er hatte in seiner Aussprache diese Spitze, was Norddeutsche haben, das für mich immer so klingt, als mache einer einen kleinen Spaß. Ich zitterte vor Scheu, ich dachte, wenn ich auch nur guten Tag sage, ist etwas falsch daran und ich werde zurechtgewiesen. Mein Vater war gebildet und las Philosophen, somit wusste ich, was das für mich zu bedeuten hatte, einen solchen zu treffen. Ich setzte mich still auf den Sessel, den man mir zuwies. Mein Freund redete mit dem Philosophen, ahmte dabei seine Sprechweise nach aus Verehrung. Es ging, wenn ich mich recht erinnere, um gegenstandsloses Denken. Das ist doch eine wunderbare Formulierung, eine wunderbare Beobachtung, vor allen Dingen, das Norddeutsche, das immer so klingt, als mache einer einen kleinen Spaß, ist eine wunderschöne Beobachtung. Und dieses Buch hat viel von diesen kleinen Beobachtungen, diesen kleinen Szenen, die sexuellen Beziehungen zu ihrem Mann, zum Beispiel, die werden angedeutet, aber auf eine Weise angedeutet, dass man sich das wunderbar vorstellen kann. Ich habe das gern gelesen. Ob ich mich in 3 Wochen noch daran erinnern werde, das werde ich euch dann sagen. Zunächst aber kann ich sagen, dass ich mich, man kann nicht sagen, gut unterhalten habe, aber dass ich das gern gelesen habe, weil diese Frau eine Sprache hat, eine Sprache, die schön ist und sie hält dieses Niveau durch in diesem Buch. Das ist immer auf dem gleichen Niveau und hat eine poetische Sprache. Das hat mir sehr gefallen. Ich kann das nur empfehlen, das Buch zu lesen. Jetzt gehen wir zum letzten. Oder? Es zu lieben, denn Monika Helfer kann, was sie will. Also was sie mit dieser Geschichte sich vorgenommen hat, das kann sie komplett erzählen. Ist nichts Überflüssiges, nichts zu viel. Das scheint mir richtig virtuos und gelungen. Ob man sich für diese Geschichte und für diese Welt interessiert, das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass es langweilig ist, sondern es hat etwas Berührendes, weil ja doch von Menschen und den wichtigen Fragen geredet wird. Mhm, ja. Elke, Lutz Seiler? Ja, Lutz Seiler. Unser letztes Buch für heute. Lutz Seiler hat, glaube ich, für dieses Buch auch nochmal den Deutschen Buchpreis bekommen, wie für das letzte, für seinen ersten. Diesmal hat er den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Ah, Entschuldigung, das müsste ich ja nun wirklich wissen eigentlich. Ja, also er hat 2 große Preise bekommen für seine beiden Romane. Und die beiden Romane hängen sogar zusammen. Lutz Seiler ist geboren in Thüringen, 1963, und war lange Zeit Lyriker und nichts anderes, ein sehr, sehr guter Lyriker und auch ein guter Essayist. Also wie viele Lyriker jemand, der gerne auch über Sprache schreibt und über Wahrnehmung. Beides hat er sehr, sehr gut gemacht und dann erschien, ich glaube, 2017 der Roman Crusoe, der im Wesentlichen auf Hindenburg spielt und die Geschichte der Wende oder der deutschen Revolution, wie immer man das jetzt sagen will, jedenfalls den Herbst 1989 erzählt und nicht erzählt zugleich, weil sich alle von denen erzählt wird, mit dem Rücken zur Geschichte befinden. Sie sind auf dieser Insel Hiddensee, sie haben genau ein Radio, was die Verbindung zur Außenwelt stiftet. Dieses Radio wird irgendwann vom Küchenregal geschmissen und geht, glaube ich, in Seifenlauge unter und das war's. Und der letzte Faden zur Weltgeschichte reißt ab. Und in dem Buch, was chronologisch darauf folgt, worüber wir heute sprechen, Stern 111, spielt auch das Radio eine sogar titelgebende Rolle, weil Stern 111 ein, glaube ich, klassisches, viel verkauftes, beliebtes Transistorradiomodell aus DDR-Produktion ist. Der Held heißt Karl Bischof und der taucht in Crusoe noch nicht auf, aber er begegnet Leuten
aus diesem Vorgängerroman, als er nach Berlin geht, und zwar zur selben Zeit, auch in diesem Spätsommer, Herbst, als, wie wir heute sagen würden, die Welt zerfällt, die alte Weltordnung zerfällt. Aber man weiß es noch nicht so genau. Aber die Eltern von diesem Karl Bischof, die wissen schon, dass sie in den Westen wollen. Und sie gehen rüber und verlassen ihr Kind. Obwohl das Kind jetzt schon 28 oder 25 Jahre alt ist, kommt er sich vor wie eine Waise und er soll die Wohnung in Thüringen hüten für die Eltern, die verschwinden. Und das geht ein paar Wochen gut und dann geht er nach Berlin und erlebt auf seine Weise die neue Welt. Und mehr möchte ich jetzt im Moment nicht sagen. Ja. Jens, willst du oder? Das ist ein Buch über Aufbrüche, würde ich sagen. Es ist, die Mauer fällt und der Vater sagt, lass uns mal einige Schritte gehen, und dann erklären sie ihm, die wohnen in Gera, erklären sie ihm, dass sie jetzt in den Westen ausreisen werden und er soll mal in Gera auf alles aufpassen, der Sohn Karl. Und sie finden es unschicklich, in das Flüchtlingslager, ins Auffanglager mit dem Auto vorzufahren. Deswegen lassen sie ihm das. Und er bleibt aber nicht in Gera. Die Eltern brechen auf, mehr als doppelt so alt wie er. Und sie haben aber, wie er irgendwann feststellt, doppelt so viel Kraft auch wie er, der Junge. Der dann aber nicht in Gera bleibt, sondern nach Berlin geht, zunächst im Auto übernachtet. Er will eigentlich Dichter werden, ist aber sehr kritisch gegenüber seinen Texten. Und in Berlin findet er dann Anschluss an so ein wildes Rudel, das Häuser besetzt, eine Kneipe aufmacht. Und man hat dann noch einmal diese anarchische Bohem dieser ersten Monate nach dem Mauerfall in Berlin. Also erzählt der Roman, wie eine Familie sich trennt und sie finden dann wieder zusammen, denn das Buch endet in den Vereinigten Staaten in Amerika, wo der Sohn dann plötzlich verraten. Wo der Sohn plötzlich. Ich finde, es ist auch ein spannendes Buch. Es ist ein, also es hat, ja, ich will nur verraten, er erkennt die Eltern, aber ich glaub, die immer aufgeschrieben hat. Er erfährt plötzlich, was die Eltern ihm immer verschwiegen haben, und sieht sie plötzlich neu, so wie die ganze Welt neu geworden ist. Ich finde das Buch ganz großartig. Ich habe Crusoe schon sehr gerne gelesen, für mich ja auch der größte, neben vielem anderen, der größte Abwaschroman der deutschen Literatur, weil da ständig schmutziges Geschirr herumsteht, das sauber gemacht werden muss. Und dieser Roman hat, und das kann man sagen, weil es schon relativ früh vorkommt, eine ungeheuer humane und komische Seite zugleich. Und das hängt, glaube ich, zusammen. Der Vater ist nämlich der Meinung, dass die Welt wackelig und anfällig ist, aber reparabel. Man kann die Welt also wieder reparieren. Und aus diesem Impuls heraus kann der Autor Lutz Seiler, wie der Karl im Buch, an keinem Werkzeug, keiner kaputten Stelle vorbeigehen, ohne das zu beschreiben, ohne es wieder herzustellen. Und es bringt eine Reihe von sehr komischen Effekten auch hervor. Ganz großartig finde ich es, mit welcher Liebe und mit welchem Verständnis die Eltern geschildert werden. Ich habe sehr viel an Tönen und Vorlieben und an Sprache aus der DDR wiedererkannt. Und es ist ganz interessant, finde ich, zu lesen, wie die Mutter, die dann alleine ist, irgendwie sagt, ich muss ja was tun. Und dann verpasst sie halt den anderen Aussiedlern dort einen Aussiedlerhaarschnitt. Und später geht sie dann putzen und lernt so die Bundesrepublik kennen. Da fällt nochmal ein ganz anderer Blick darauf. Ich würde das Buch, den Roman, jedem empfehlen. Man hat es einen Wenderoman genannt, aber
dem der Bezeichnung liegt Missverständnis zugrunde, so als gäbe es irgendwie eine Wirklichkeit und die wird dann von Autoren auf- oder abgeschrieben. So ist es nicht. Im Gegenteil, die Autoren formen neben anderen unser Bild von dem, was damals geschehen ist. Und hier ist, obwohl es schon viele Bücher über das Jahr 89 und das Jahr 90 gibt, glaube ich doch, die Wirklichkeit nochmal neu und anders gesehen. Ich glaube, wir werden heute nicht versöhnlich enden, weil mir das Buch nicht gefallen hat. Ich habe Crusoe sehr gern gelesen. Das hat mir gut gefallen. Dieses Buch hat keine Sprache. Die Sprache ist geradezu fürchterlich an vielen Stellen. Wenn ich mal einen Satz vorlesen darf. Ihr Werkzeug war gut. Was Karl aus seinen eigenen Beständen nicht aufbieten konnte, holte Ragnar aus dem Archiv der revolutionären Handwerkerinnen und nie war es ein Problem, fehlendes Gerät oder Material kurzfristig herbeizuschaffen. Kurzfristig. Und so geht das Seite um Seite, holpernde Sätze, die nicht stimmen, schiefe Bilder und vor allen Dingen ein Buch, das voller Klischees ist. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Texten ich schon gelesen habe in den 90er Jahren und auch in den frühen 2000ern über Berlin in der Wendezeit. Das ist ja nicht, das schreibt, dass die Oranienburger Straße, dass da die Nutten stehen, dass es kaputt ist, dass es muffig ist, dass irgendwelche Typen mit Irokesenschnitt in irgendwelchen Kellern hocken und irgendwas machen, dass Häuser besetzt werden. Das hat man alles schon tausendmal gelesen. Es ist nicht besonders originell. Das jetzt nochmal in die Wirklichkeit zu bringen, nochmal diese Geschichte zu erzählen, wie da einer aus dem kleinen Gera, aus Thüringen, dann in die große, weite Welt kommt. Wo kommt er hin? Natürlich muss er an den Prenzlauer Berg und er muss in die Gegend um die Oranienburger Straße. Da werden dann alle Klischees aufgefahren, die man davon hat. Und was die Eltern angeht, werden alle Klischees aufgefahren, die man so gemeinhin über Tumbe Ostler aufbieten kann. Das hat mir nicht gefallen. Und dann wird, und das ist sehr merkwürdig, es wird ein syrischer Arzt in die Geschichte eingebaut. Der taucht einmal auf, wo es darum geht, dass seine Mutter bei denen wohnt, in Gießen, nach dem Aufnahmelager, wohnt sie bei diesem syrischen Arzt. Und seiner fügt jetzt nochmal so eine kleine Flüchtlingsgeschichte von 2015, die bringt er nach 1989 und schreibt dann solche Sätze, also der Mann, der kennt die Bibel, der kann also Luther erklären, der kennt sich mit dem Hebräischen aus, die Klugheit, die konnte die Mutter geradezu riechen und dann kommen solche Sätze wie, er lächelte sein warmes syrisches Lächeln. Ich habe mich gefragt, was ist denn ein syrisches Lächeln? Wie sieht das denn aus? Danach verschwindet die Figur. Die wird einmal in diesem Roman, taucht sie auf. Drei Seiten lang beschäftigt sich der Autor mit dieser Familie. Danach spielt die keine Rolle mehr. Dann, wir sollen das ja nicht verraten, was am Ende des Romans geschieht. Wie die Familie, also die Eltern, die dem Sohn etwas verheimlichen, vor ihm verheimlichen, wovon sie eigentlich träumten, das ist wirklich, ich muss ja sagen, das ist unglaublich klischeehaft. Und diese Figuren, die werden auch nicht beschrieben. Die haben etwas so Klischeehaftes, dass ich das nicht, ich konnte das streckenweise einfach nicht zu Ende lesen. So furchtbar fand ich diese klischeehaften Bilder und Typen. Und so schrecklich fand ich die Sprache. Hat überhaupt keine Poesie. Und ich habe mich gelangweilt, Seite um Seite immer wieder von diesen Hausbesetzern da zu lesen, was die machen und was die hören und was die tun und was sie in dem Keller machen und wie sie sich prügeln und die völlig stereotypen Russen, die da auftauchen, ja, die auch wieder immer nur besoffen sind und die kriminell sind und die irgendwelche Sachen hin und her tauschen. Das hat man 100.000 Mal gehört und ich fand das nicht überraschend, nicht originell. Und ich fand das Buch auch nicht gut komponiert. Mich hat das enttäuscht, nachdem ich den Crusoe so gern gelesen hatte. Das fand ich ein wunderbares Buch, das originell war, weil es auch mal die Szenerie gewechselt hat, dass man an einem anderen Ort erzählt hat. Und dies hier war, ich fand es auch nicht spannend, es war sehr voraussehbar, das Ganze. Und das Ende ist geradezu enttäuschend. Über das darf ich ja nicht sagen. Es tut mir leid, das sollte eigentlich jetzt nicht unversöhnlich enden, aber mir hat das nicht gefallen. Vor allen Dingen hat mich die Sprache
überhaupt nicht gefesselt. Herr Biski hat ja zwischendurch die Brille aufgesetzt. Ja, ihr habt jetzt können wir nur Behauptungen wiederholen oder anfangen, das Buch zu lesen und Seite für Seite durchzuarbeiten. Weil ich glaube, dass der Dissens nicht auf der Ebene der Wertung liegt, sondern auf der Ebene der Wahrnehmung. Ich halte die Eltern überhaupt nicht für tumbe Figuren, sondern für hochpatente, aktive, in die Welt hinausgehende Leute. Ich finde es interessant, dass Lutz Seiler nicht das macht, was er in Crusoe gemacht hat, nämlich als Lyriker Prosa zu schreiben, sondern dass er hier eine andere, erstmal trockener wirkende Sprache nimmt. Ich finde, dass diese ganze Welt um die Oranienburger Straße, da habe ich damals aber auch gelebt, vielleicht ist das meine Deformation, da habe ich 1989, 90 gewohnt in der Gegend, vielleicht habe ich einfach nur die Freude des Wiedererkennens. Aber ich finde erstens nicht, dass das zu viel beschrieben ist. Es gibt das immer wieder als Klischee im Journalismus, aber ansonsten wüsste ich nicht. Und zweitens finde ich, dass er das auch mit einer gewissen Distanz und einer gewissen Ironie alles beschreibt. Und das Ende, das wir nicht verraten dürfen, finde ich aus mehreren Gründen überhaupt nicht platt. Da gibt es sozusagen ein Erinnerungsbild, das die Leute irgendwie ihr ganzes Leben begleitet und dann wohin führt. Genaueres darf ich jetzt nicht sagen. Ich darf nur sagen, dass es bei meinen Eltern dieselbe musikalische Leidenschaft gab wie hier. Ich finde, dass, vielleicht ist es doch ein Klischee, aber eines, das ziemlich dicht an der Wirklichkeit liegt. Ja, ich finde einfach nur, dass Seiler dafür keine Sprache gefunden hat. Also keine Sprache, die einen fesselt, die ein Bild erzeugen kann, außer dem klischeehaften Bild, das man ohnehin schon davon hat. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe dazu keinen Zugang gefunden. Es tut mir leid, da ist es wirklich eine Frage der Wahrnehmung. Ich habe Dutzende von kleinen Zetteln hier reingeklebt und mir die Sätze angestrichen, die schief sind, die nicht funktionieren, die nicht gehen. Und ich habe mich zunehmend darüber geärgert, dass dieses Buch keine Sprache hat. Und das ist eine, du sagst trockene Sprache, ich würde sagen eine verunglückte Sprache. Und anderen formuliert, er spielt mit der Sprache von anderen, mit vorgefertigter Sprache. Also da würde ich jetzt, wenn wir hier in einem Textseminar wären, nochmal durchgehen, sind wir aber nicht. Elke, wie ist es dir damit ergangen, mit der Sprache? Aus technischen Gründen, wir dürfen uns leider nicht ins Wort fallen, weil das funktioniert nicht. Ne? Man kann uns nicht gleichzeitig hören, deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört. Wisst ihr, es gibt doch diese Geschichte von diesem Menschen, der zwei Leute streiten sich und er sagt zuerst, du hast recht, und dann sagt er zum anderen, du hast recht, und dann sagt, kommt jemand dazu und sagt, du kannst doch nicht beiden recht geben, und er sagt, du hast recht. Und so geht es mir. Ich bin dieser Mensch. Ich finde, der Roman, ich habe ihn eher gelesen als einen Roman über den Künstler als jungen Mann. Es ist der Roman eines Lyrikers, der kämpft, der 10 Gedichte fertig hat oder 20 und nicht darüber hinauskommt. Und Gedichte stehen für die Unendlichkeit, auch die unendlichen Möglichkeiten der Sprache mit diesen 25 Buchstaben, was zu machen, sich zu transzendieren. Und er rettet sich aus dieser Unendlichkeit, die ihm so viel Angst macht, durch die Endlichkeit des Handwerkertums. Es gibt immer was zu tun, Baumarkt. Immer irgendwo, ja, gibt es irgendwas zu schichten und zu stopfen und zu so. Und es gibt, dieser Roman, glaube ich, ist unglaublich genau und bewusst gebaut. Fast jedes Thema hat irgendeine Entsprechung. Und möglicherweise merkt man das auch als Leser unbewusst und ist vielleicht verstimmt, weil es hat was von einem Setzkasten.
Es ist alles so genau, bis auf den Syrer. Da fehlt sozusagen das Pendant. Das ist vielleicht im Lektorat rausgefallen. Aber eigentlich ist es ein hochbewusster Roman. Und die Sprache, finde ich, schlenkert zwischen tatsächlich so Sätzen, ich glaube auch, dass kurzfristig ist möglicherweise sogar eine Art Zitat, eine Anleihe, zwischen Sätzen, die mit Sprache spielen und mit manchen, die auch vielleicht ins Aschgraue gehen oder nicht, vielleicht nicht besonders gut gelungen sind. Und wie bei Crusoe finde ich, Lutz Seiler hat eine große Fähigkeit, Situationen zu vergegenwärtigen und so in so was Schwelgendes zu geraten. 7 Seiten Geschirr, Brühe, abtrocknen. Und man macht es mit. Er hat auch so Ausflüge in den Expressionismus. Da denkt man, Trakl ist sein bester Freund. Auf einmal kommt sowas sich selbst Überbietendes. Was ich ganz toll finde und sehr, sehr überwältigend auf eine sympathische Weise. Also da fühle ich mich auf eine gute Weise überwältigt. Und manchmal hat man das Gefühl, hatte ich das Gefühl, es tritt jetzt auf der Stelle. Ich habe es begriffen, ich muss es jetzt nicht nochmal erklären bekommen, was für ein Punkrudel das ist, wie die aussehen, die spezielle Art von Brüderlichkeit, die auch bei Crusoe immer wieder aufgerufen wird. Da hätte ich mir eine Straffung gewünscht. Das heißt, ich finde es in künstlerischer Hinsicht nicht perfekt. Und trotzdem finde ich es ein tolles Buch. Insofern gebe ich euch beiden recht. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Wir akzeptieren Elkes ausgewogenes Urteil als das machen wir so. Schluss. Und im Garten des Literaturhauses, um auf die Unversöhnlichkeit anzustoßen. Das werden wir machen. Gut. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Alles Gute und bis hoffentlich demnächst mal wieder live. Analog. Tschüss. Okay. Ciao.